Let's Play Some Games. Featured by Demo News. Weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games. Wir zocken für euch heute das Spiel The Cave an. Und an meiner Seite habe ich den Carsten. Hallo. Hallo. Hey. Und wir werden das quasi in einem Split-Screen-Koop spielen, da The Cave nur einen lokalen Koop hat und wir jetzt durch Internet leider nicht nebeneinander sitzen können. Aber ihr seht ja dann, ich blende sein Bild ein. Jeder von uns wird jetzt hier einen Charakter raussuchen und wir werden versuchen, das Spiel, ja, an jeder an seinem eigenen Platz zu lösen. Carsten, was nimmst du? Ich habe mir den Hillbilly ausgesucht. Sieht einfach zu sympathisch aus, der Typ mit seinem zerfetzten Strohhut und seinem schönen Bart. Außerdem steckt hinter dem Hillbilly, wie hinter jeder von diesen Figuren, eine ganz eigene Geschichte, eine schöne Liebesgeschichte hier im Fall vom Hillbilly. Und da ich ja noch relativ frisch verliebt bin, spricht mich das natürlich besonders an. Außerdem weiß ich, dass seine Spezialfähigkeit das unendlich lange Tauchen ist. Und das kann man bestimmt irgendwann mal sinnvoll benutzen. Alles klar, ich werde den Monk auswählen. Aufgrund meiner asiatischen Wurzeln und gehe mal auf Next. Da kann ich drei Leute raussuchen, oder? Sehe ich das richtig? Insgesamt spielt man das Spiel mit drei von den Charakteren. Okay. Also jetzt habe ich Monk. Next habe ich den, nehme ich die Twins mit. Und Knight, Hillbilly. Okay, irgendwie habe ich jetzt hier gerade Probleme mit dem Raussuchen. Also jetzt laufe ich mit denen aus dem Bildschirm raus oder was? Ah ja. Kannst du die nacheinander auswählen? Nö, ich kann die immer jetzt nur einzeln auswählen und dann auf Next. Da kann ich ja Previous und Next durchschalten. Achso, ich glaube nämlich, da wählst du noch gar nicht aus, sondern musst dich am Anfang erstmal für einen entscheiden. Und zwischen bei Zurück und Weiter guckst du halt nur irgendwie, was der Sprecher dazu sagt. Der übrigens, wie wir ja schon im Intro gehört haben, wirklich gut gelungen ist. Ja, da waren schon die ersten paar Schmunzler dabei. So, jetzt habe ich hier schon mal meine Crowbar. Bitte nicht wundern, bei mir läuft das alles auf Englisch. Ah, mit der rechten Maustaste springt man. Dann gucken wir mal. Wo geht's denn dahin? Ja, kann ich hier schon was machen? Gar nichts. Ja, so lasse ich es fallen. Nimm auf. Hattest du schon die Gelegenheit, ein bisschen reinzuspielen? Mit dem Stemmeisen. Ja, wegziehen kannst. Ja, alles klar. Ich spiele das Spiel übrigens mit dem Microsoft Controller, also schön mit Pad. Ah, okay, ich spiele es gerade mit dem Keyboard. Und Maus. Animation finde ich schon mal sehr, sehr super. Der Kopf von meinem Hillbilly, der schwankt schön hoch und runter beim Gehen. Ja, sehr schöne, so ein bisschen leichten Comic-Style. Bin schon hier drin in der Höhle, jetzt geht es hier irgendwo hoch, ja, mit. Ah, hochspringen, alles klar, super. Ich glaube, man darf sich das Spiel jetzt nicht wie ein. Ah, jetzt darf ich den Nächsten auswählen. Ich glaube, das Spiel darf man sich jetzt nicht so wie ein typisches Monkey Island oder sowas vorstellen. Ich vermute jetzt einfach mal, das ist so eine Mischung aus Platformer meets Trine oder sowas. Es hat sehr viel von Trine bzw. von Lost Vikings, ne? Wir haben drei unterschiedliche Charaktere, die alle unterschiedliche Vor- und Nachteile besitzen und die man eben entsprechend kombinieren muss, um in dem Dungeon weiterzukommen. Jetzt habe ich mir den Ritter geschnappt. Also zwei habe ich schon nach vorne gebracht. Ich habe noch gar keine Ahnung, was die alle hier für Spezialfähigkeiten haben. Wen hast du als zweites genommen?
Als zweiten habe ich die Twins, die Zwillinge, und Okay, als dritten den Ritter. dann nehme ich die Zeitreisende noch. Okay. Und als letztes dann die Abenteurerin. Ah ja, man kann hier typisch mit bei Tastatursteuerung mit WASD, beziehungsweise Quatsch, mit A und D links und rechts steuern oder so Diablo-mäßig einfach oder tryen wieder hinklicken, wo man hin möchte. Rechte Maustaste für den Sprung. Was haben wir denn da oben? Ich habe gar nicht geschaut, wie man die Spezialfähigkeiten aktiviert. Auf jeden Fall mit 1, 2 und 3 wechsle ich zwischen den Charakteren hin und her. Die Zwillinge sehen echt übel aus. Bei mir ist es das ganz normale Steuerkreuz. Also hoch quasi die Zeitreisende, rechts Abenteurerin, links Echt? der Hillbilly. Wie komme ich jetzt da hoch? Aha. Hier habe ich, glaube ich, gerade eine Spezialfähigkeit aktiviert mit Q. Nö, keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, da muss ich mal kurz in die Options reinschauen. Da gibt es ja das schöne How to Play. Aha, hier Jump Release Interact. Aha, Unverwundbarkeit. Der Adventurer hat ein Grapple. Na toll. Das sind ja coole Sachen, wo die da drauf haben. Okay. Wenn ich die drei ausgewählt habe, dann kann ich ja wohl nicht mehr einen anderen auswählen, oder? Die drei sind dann Wir festgelegt. sind dann fest, okay. Das ist ja auch das eigentlich Interessante an dem Spiel, dass du quasi durch die Charakterwahl bestimmst, was du in dem Spiel erleben wirst, weil du mit bestimmten Charakteren bestimmte Bereiche des Dungeons betreten kannst und mit allen anderen wiederum nicht. Sprich, je nachdem, wie deine Charakterwahl ausfällt, desto unterschiedlicher wird dein Besuch in der Höhle dann schließlich enden. Dadurch lohnt Ah. sich dann halt auch der Wiederspielwert. Also du musstest quasi aufgrund der Anzahl der Charaktere halt mindestens dreimal spielen, um wirklich alle Bereiche im Spiel zu sehen. Ja, ich habe jetzt schon was gefunden. Ich kann ja, ich habe ja nicht die Abenteurerin. Deswegen kann ich mich jetzt da oben an dem Haken nicht entlang schwingen. Aber der Monk, mit dem habe ich hier so eine Kiste gefunden. Jetzt nehme ich noch die Crowbar mit. Kann ich die Crowbar mitnehmen? Na, na. Nee, kann nicht. Jetzt kann ich hier ganz locker hoch. Locker ist übertrieben, aber jetzt komme ich hier hoch. Super. Oh, no's. You break it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than two people. Ich bekomme gerade hier die Nachricht, dass die Brücke nicht für zwei Leute gedacht ist. Und ich, Idiot, spring da schon gerade drauf. Na? Naja, das ist schon richtig so. Du musst da halt alle drei von deinen Charakteren positionieren, damit du Hm. runterfällst. Ach, okay, alles klar. Okay, dann gehen wir mal dorthin. Oh ja. Careful, if that bridge breaks, there might be no way back up. And by if, I mean when that bridge breaks. Who am I kidding? Oh ja, wir fallen gerade nach unten, aber hallo. Also die Stimme aus dem Off ist quasi die Höhle. Ei, genau, ja. Oh, ich höre jemand weinen. The Cave Souvenirs, geil.
Machen wir so eine. Was? Darfst du eine. Wolltest du eine Ansichtskarte mitnehmen, aber das lässt er nicht zu. Weiß nicht, vielleicht können es die Zwillinge, die können es auch nicht mitnehmen. Aha! Der Ritter kann sie nehmen. Jetzt gehen wir mal zu dem. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Alles klar, die Höhle scheint verschlossen zu sein. Es gibt hier irgendeinen Vorfall. Kann da jeder mit ihm reden? Oh, the humanity. I'll never be the same. Ja. Some things you can't unsee. What am I gonna do now? Cave Tours. Großartig. Jetzt gehen wir mal mit dem Monk als erstes durch. Ach, was? Monk kannst du nicht aufmachen? Gut, dann vielleicht der Ritter. Oder die Twins. Nein. Kannst du Ritter? Also wahrscheinlich muss ich was mit Spezialfähigkeiten machen. Ja? Ja, die Fähigkeit von der Zwillinge verstehe ich noch nicht ganz. Ah, ich habe gerade mein erstes Wandrelief gefunden. Okay. Du kommst nachher an eine Stelle, wo quasi ein kaputter Brunnen den Bereich für andere sperrt und mit der Zeitreisenden konnte ich quasi mich da durchporten und auf der anderen Seite dann ein Symbol an der Wand benutzen und jetzt habe ich quasi mein erstes Bild freigeschaltet. You know, there is a way I could reopen, aha, jetzt sehe ich da jetzt, dass es aufmachen kann. To partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Ich habe gerade von dem Souvenir-Typ hier einen riesengroßen Schlüssel bekommen. Und ich soll 3 Trinkets organisieren. Das ist ja großartig. Mit dem Riesenteil da. So, jetzt probiere ich mal. Hoffentlich gehe ich jetzt nicht unter. Nee. Der Monk packt es. Riesen Schloss. Employees only door. Gehen wir mal rein. He is a funny little man, isn't he? I should probably fire him. I think he's dipping into the till. Bei dir läuft ja Cave auf Deutsch, oder? Bei mir läuft Cave auf Deutsch, ja. Aber Sprache ist so oder so auf Englisch. Ah, also da okay. Gibt's dann halt nur deutsche Untertitel. Jetzt habe ich gerade auch was Interessantes gesehen. Ich habe mich ziemlich weit weg von meinen 2, in meinem Falle sogar 3, Gehilfen entfernt und die kommen automatisch hinterher. Nettes Feature, das erspart mir natürlich das ewige 1, 2, 3 Geklicke. Ich bin gerade an einem Sicherungskasten gestorben. Ja, jetzt bin ich an der Stelle, wo du mit dem Brunnen warst. Ja, hier sehe ich einen Schalter. Schalter sind natürlich immer gut. Ja. Jetzt brauche ich wahrscheinlich die Hilfe von den anderen. Aber das mit den Zwillingen, das kapiere ich immer noch nicht. Immer diese Spiele ohne Tutorial. So. Bewegt euch. Was macht die da? Jetzt gucke ich doch noch mal rein in Help und Options. Bin ich zu doof oder was? Ah! Alles klar. Die können als Geist Sachen aktivieren und dann kann man
durchlaufen oder whatever. Okay, ich probiere das mal mit dem Monklass los. So, und jetzt schalte ich mal um. Aha. Nee, das klappt noch nicht. Ah, vielleicht wenn er... Ah, vielleicht kann man mit mehreren Leuten an dem Hebel ziehen. Oder auch nicht. Wo bist du gerade? Ich versuche, diese Tür zu öffnen. Da ist so ein Schalter. Aber wenn ich an dem ziehe, dann geht es nur ein Stück hoch. Dann musst du noch einen zweiten Schalter finden, der weiter unten ist, und die beiden gleichzeitig betätigen mit zwei unterschiedlichen Charakteren. Schweine. Ich habe ihn auch gefunden. Stimmt, jetzt geht's. Geht's, geil. Oh, großartig. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Ah, sterben kann man nicht. Sehr gut. Hier gibt's eine Menge coole Sachen. Hier unten ist eine Hotdog-Machine und eine Nuke-Rock-Machine. Das ist wohl eine Anspielung auf Monkey Island. Und hier another Crowbar. Crowbar, nicht Crowbar. Ich glaube, habt ihr vorhin Crowbar? Auch sehr interessant, meine Zeitreisende kann über Wasser schweben. You know, the truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Geil. Julia hat mir gerade erzählt, sie kann niemanden sterben lassen wegen der Versicherung. Das würde die Versicherung zu teuer stehen zu kommen. Aber das sieht schon alles sehr schön und atmosphärisch aus. So eine Glocke klingeln. Irgendwas bei... Ja, Monster! Aha, einmal klingeln. Monster da. Aha. Das ist natürlich schon hart für so ein stumpfes Gemüt wie mich, solche puzzellastigen Spiele zu zocken. Jetzt werde ich mal versuchen, das Monster hier auf diesen Pfahl zu locken. Und ich glaube, ich weiß auch, wie ich es mache. Ich nehme die Zwillinge. Quatsch. Lass die hier klingeln und stell mich hier vorne hin. Dass der rüberspringt. Komm, spring doch rüber. Ja. Muss man anders machen. Klingeln und mich vorne ranstelle. Like I said, there's no dying in the cave. Jetzt gehe ich mal hier hoch, vielleicht ist da irgendwo. Was ich auf und runter schmeißen kann oder so. Ja, was ist das? Der Monk bekommt gerade was. The Monk. The Hillbilly. Ach, jetzt kann ich tauschen. Hast du das schon gesehen?
Was denn? Man kann, glaube ich, im Spiel tauschen. Jetzt werde ich mal hier Time Traveler. Nee, doch nicht. Ich habe hier. Ach, diese Wandzeichen, wo du von denen du vorhin gesprochen hast. Ich habe gerade eben gedacht, ja, super, da kann man tauschen oder sowas. Nee, das ist einfach nur um die Geschichte von denen noch ein bisschen, weil die reden ja auch nicht untereinander, wodurch natürlich ein bisschen Potenzial verloren geht, ja. Erinnern wir uns ja an so Buddy-Spiele, wie cool das ist, wenn die sich gegenseitig irgendwelche One-Liner an den Kopf hauen. Okay, I think they're Und das just geht hier dying natürlich for ein bisschen fun verloren, now. mangels Sprachausgabe von den Charakteren. Entschuldigung, ich habe gerade lachen müssen, weil ich habe so einen Sicherungskasten gefunden und ich habe einfach mal reingelangt. Und die Höhle sagt zu mir, ich glaube, du stirbst jetzt wohl nur zum Spaß.